Mein Name ist Lukas Boxberger. Wir sind Annette Löser. Und David Köhler. Und wir haben an der HTW Dresden Design studiert. Ich bin studierter Produktdesigner und arbeite am Fraunhofer Institut in Dresden. Unser Institut optimiert Werkzeugmaschinen und forscht an Materialien, Smart Materials werden die genannt, wie zum Beispiel Formgedächtnislegierung. Wir sind Produktgestalter und haben vor 2 Jahren ein Designbüro gegründet. Das Studio Heyo. Wir sind vor allem in der Industrie tätig. Wir entwickeln zusammen mit Firmen Produkte für Firmen. Das ist ein Sessel für die Tagespflege optimiert. Das ist ein ganz wichtiger Markt, der sich gerade auch entwickelt und Pflege wird immer wichtiger. Am meisten an meinem Beruf gefällt mir, dass ich Produkte entwickle, die Menschen unterstützen sollen. In meiner Bachelorarbeit habe ich ein Kopfkissen für Säuglinge entwickelt, um Schädeldeformationen vorzubeugen. In das Kopfkissen sind Smart Materials integriert, die eine Formveränderung des Kissens auslösen und den Babykopf von links nach rechts und umgekehrt bewegen. Es gibt hier an der HTW die Gründungsschmiede und die Gründungsschmiede unterstützt Gründer bei der Existenzgründung. Und wir haben das Glück gehabt, jetzt die letzten 2 Jahre eben hier ein Büro zu haben in der HTW. Waren mietfrei, hatten ein Telefon, hatten Internet und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir in unser erstes eigenes Büro umziehen werden. Und am meisten macht mir noch Spaß, dass wir uns den Tag selbst strukturieren können. In der Werkstatt habe ich die Kollegen an meiner Seite, die Fachleute sind auf ihrem Gebiet, die teilweise auch an der HTW studiert haben und mit denen sich jede Idee umsetzen lässt. Wir haben das Glück, dass wir Lehraufträge an der HTW haben und mit unseren Studenten wiederum an anderen Projekten arbeiten. Der große Vorteil von der HTW ist, dass sie sehr praxisnah arbeiten, dass sie den Bezug zur Industrie und zu Instituten auch hegen und pflegen. Man hat ein gutes Grundstudium und wird gut ausgebildet im Bereich der Grafik und im Bereich der Produktgestaltung. Und die Fakultät hat eine sehr gute Werkstatt und diese ist eine sehr große Fläche und die ist sehr gut ausgestattet. Und die Werkstattleitung gibt immer Unterstützung. Viele Produktgestalter finden dann auch einen Platz im Bereich Interface Design, Service Design, im Bereich, was gibt's noch? Ja, Kommunikationsdesign. Kommunikationsdesign. Studiert Design an der HTW Dresden und macht das Leben nachhaltiger. Denn es gibt viel zu gestalten. Ja, es gibt unfassbar viel zu gestalten.